Schon jeder fliegen? So, also, wir haben heute ist von einigen Wechseln durch die Medien geprägt. Wir tauschen jetzt wieder. Mit einer ganz anderen, mit einer super leichten Weiterbauweise hier am Start. Also, ja, wir haben es gesehen. Die Startstrecke ist äußerst kurz und es handelt sich nicht um ein Helium-gefülltes Modell. Nein, es ist eine reine Holzkonstruktion. Super sauber durchdacht, richtig gut gemacht. Und wir kriegen auch gleich noch die Daten dazu. Also erstmal wird das Ganze pilotiert und natürlich auch gebaut von der Firma Meier. Die Standweite dieser schönen Höhen ist 4,50 Meter. Und jetzt kommt das Abluftgewicht. Liegt bei dieser Standweite 3,7 Kilo nur. Gut. Rechtlich angetrieben, klar, zu hören. Die einzige Einschränkung, die er hat, er kann eben nicht bei jedem Wetter fliegen. Er braucht ruhige Luft. Und dann sieht es aber auch wirklich toll und originalgetreu aus. So, der Wenn ihr Sorgen, Probleme, technische Ausfälle habt, wenn ihr die geplante Reihenfolge nicht hinkriegt, einfach kurzen Hinweis an uns, dann können wir es hier auch umstrukturieren. Also bitte Peter Harbusch in die Vorbereitung. Ja, traumhaftes Flugbild dieser U-52. 4,50 Meter Spannweite, 3,74, es ist unglaublich. Übrigens, die Weltmeisterschaftsstruktur, die ist auch aus der Hürde gemacht, aber aus ganz feinen, ausgesuchten Was für eine Flugzeit kommst du auf mit dem Modell? 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Ich glaube, ich habe
Außergewöhnliches Modell mit einem außergewöhnlichen Konzept.